ihr Lieben. Endlich ist es wieder soweit. Eine neue Challenge mit Sebastian. Und zwar die Wie gut kennst du mich Challenge. Wir stellen uns gegenseitig 5 Fragen über den anderen, die der andere wissen könnte, aber es schwierig ist und aber nicht unmöglich. Und wenn er sie innerhalb von 5 Sekunden die Antwort nicht weiß, dann kriegt er einen Teller Sahne ins Gesicht. Natürlich vegane Sahne. Ja, ich würde sagen... So, nee, mein Freund. So was fangen wir hier ja nicht erst an. Also, ja, würde ich mal sagen, wer fängt denn an? Du, ne? Der Jüngere fängt an, das heißt, ich stelle dir eine Frage. Ja. Okay, also, ja, dann gib mir mal Assistentin die Sahne. Es ist im Übrigen vegane Sahne. Habe ich schon gesagt bereits. Das habe ich nicht wieder zugehört. Der macht nämlich sonst nicht mit, wenn sie nicht vegan ist. Ich eigentlich auch nicht, aber... Also, die erste Frage, du zählst runter, ne? Die erste Frage. Wie hieß mein Kaninchen, das so alt geworden ist? Ah, das weiß ich. Zähl erst mal runter. 3, wie 2, gestern. 1. Ja. Pralino! Ah. So. Nein, ich mach nicht. So, viel Spaß. Achso, den Teller muss ich danach wieder rausnehmen. Okay. Das ist schon meine Nase. Du hättest nicht gewusst, wenn wir es gestern nicht gehabt hätten. Wir haben gestern darüber gesprochen und ich hatte die Frage schon länger. Wenn man dann nicht ganz so intelligent ist und dann einen Abend vorher, wir wussten ja, dass wir das... Ja, ich wollte die Frage heute eigentlich noch tauschen, aber ich wollte mal so nett sein, weil er so schlechtes Namensgedächtnis hat und dachte mir so, dann bist du mal nicht so. Teller. Ah, nee, jetzt ist ja schon wieder. Oh nein, okay. Ja. Du wirst es kaum glauben, ich war ja bei der Bundeswehr. Ja. Ja. In welcher Einheit der Bundeswehr war ich? Willst du mich verarschen? Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich gebe dir 3 Auswahlmöglichkeiten. Okay. Marine, Heer oder Luftwaffe? 5, 4. Marine nicht. 3, 2, 1. Heer! Nein. Ich war bei der Luftwaffe. Ich wollte es zuerst sagen. Ja, ärgerlich. Oh, so fies. Was ist denn ein Heer überhaupt? Das kam mir so unbekannt vor, da dachte ich, nehme ich das einfach. Also die Luftwaffe ist die, die in der Luft fliegen, deswegen... Ja, das ist mir klar. Ja? Was ist ein Heer? Das Heer sind die Bodentruppen, also die, die, ne? Ist mir eigentlich auch egal, was das Panzerfahrer ist. Panzerfahrer sind zum Beispiel Heer oder... Oder Frau. Ja. Und die Marine, die fährt auf dem Wasser. So, es wird Zeit, dass du jetzt dein Feedback bekommst und das kriegst du jetzt, mein Freund. Du hast drauf geguckt. Wo hab ich drauf geguckt? Auf mein Handy. Nein, ich hab in dein Gesicht geguckt. Ich versuche nur... Also. Zähle 5 von meinen engsten Freundinnen auf, außer Nina. Oh Gott. 5, 4. Jessica, Franzi, hier die... 0. Ich dachte, ich hab 5 Sekunden. Ja, die sind ja schon abgelaufen. Zeit, darüber nachzudenken. Julia, Naina. Ach, er kriegt schon wieder, okay. Ja, so, weißt du auch nicht, aber ist egal. Willst du mich verarschen? Nein, das ist unfair. Ich hab dir das alles schon mal aufgezählt. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, mein allererstes Auto. Oh, was? Wie hieß der, oder was für einen Namen hatte das Auto? Also jetzt nicht die Firma, das Fabrikat oder so, sondern jedes Auto hat von mir einen Namen. Also ich hatte mal einen Knut Gonzo Aladin und ich hatte mal einen Benno Bimbo. Kenn ich alle nicht. Aber wie hieß das allererste Auto, das ich hatte? 5, 4, 3, 2. Deine Mutter. Deine Mutter. Eve. Das hast du mir nie erzählt. Doch. Das hast du mir nie erzählt. Doch. Yves. Der heißt dann schon Yves. Das war ein schwuler Franzose. Ja, das passt zu dir. Oh, komm ich aus. Oh Gott, ich sehe voll gruselig aus. Ist das widerlich? Du klatschst mir das doch mal voll ins Gesicht, ne? Ich mach nimm auf ihn Rücksicht, weil er Kontaktlinsen drin hat, ne? Ja, du hast ja keine drin. Ja, toll. Setz mich jetzt anders hin. So vielleicht? Also, mein Lieber. Ja. Wie... Was mache ich hier eigentlich? Hieß mein... Also meine Lieblingsserie ist ja Desperate Housewives. Wie heißt mein zweit Lieblingshousewives nach Gabby? 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Es wäre die Susan gewesen, es tut mir leid. Du bist ganz, irgendwie bist ganz schmutzig, Sebastian. Warum hockst du da jetzt eigentlich so in einem Doggy-Style? Ich hab's auch im Ohr. Ich höre schon kaum noch. Ich fand in der Zeit, also die Zeit im Gymnasium fand ich ziemlich scheiße. Und deswegen habe ich die Schule auch abgebrochen. Damit ich aber nicht die ganze Zeit auf der faulen Haut liege, habe ich mir am nächsten Tag einen Job gesucht. Was war das? Was, Sebastian? Du hast 1000 Jobs gehabt. Also so ein Magazin, wo du sowas Journalistisches gemacht hast. Nein. Das hast du aber gemacht. Aber nicht danach. Ich war Paketfahrer bei UPS. Du hast 1000 Nebenjobs in deiner Schülerzeit gemacht. Wie sollte ich das wissen? Aber nach der Schule habe ich bei UPS gearbeitet, als ich die Schule... Du bist richtig gestört. Nein. Wenn ich dich mir so angucke, bist du hier der Einzige, der gestört ist. Ja, du machst mich ja nicht sauber. Ich habe dich ja ganz mütterlich sauber gemacht. Nee, aber ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Du hast hier so ein Ziegenbärtchen. Das sieht... Ich schwöre, jetzt kriegst du es so ab, ne? Also, was war die beste Note, und du darfst nur eine Antwort sagen, was war die beste Note, die ich in Mathe in meiner kompletten Schullaufbahn jemals auf dem Zeugnis hatte? 4. Es war eine 3. Ja, ich war ja nicht schlecht. So schlecht war ich, außerdem gab es noch Grundschule. Ja, aber... Ich hatte in der 3. Klasse eine 3. Sieht aus, als hätte dir jemand im Gesicht geritzt. Mach das auch nur für deine Kontaktlinsen, dass ich so mütterlich bin. So, wir waren... Ach ja, oh nein, bin ich ja schon wieder. Also, ich war vor noch gar nicht allzu langer Zeit viel dicker, als ich es jetzt bin. Wie hoch war mein Topgewicht und wie habe ich es geschafft, abzunehmen? So doll abgenommen hast du wegen vegan, weil du vegan geworden bist. Und wie viel dein Topgewicht? Ja. 2, 1. 110. Stimmt sogar. Nein, echt? Ja. Ja. Ah, da kriegt er ja hier. Das habe ich ja ganz vergessen. Autoplatz ist fertig. Oh, ist das widerlich. Es ist so widerlich, widerlich, widerlich. Ich finde es ganz schön lecky. Aber das macht jetzt richtig Spaß. Ich könnte noch ein paar Runden. Geht so. In der allerersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar war ich ganz, ganz großer Fan von einer Dame, die den 4. Platz gemacht hat. Wie hieß sie? 5, 4, 3, 2, 1, 0! Oh, schön! Also. Wie ihr ja vielleicht schon in dem letzten oder weiß ich nicht irgendwie mitbekommen habt, bin ich selbstständig. Willst du den Teller nehmen? Ach ja. Und bevor ich im Juni 2003 mein erstes Reisebüro eröffnet habe, war ich 3 Monate im Ausland. In welchem Land war ich? Ah, das weiß ich. Warte, Norwegen oder Estland? Estland. Lettland? Estland! 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 Ja, auch das ist leider richtig. Ja, 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 ja! Ja, gut. Dann würde ich sagen, der letzte Teller des Tages. Mit Genuss! Nein! Oh, bist du behindert? Behindert sagt man nicht. Entschuldigung, bist du doof. Was mach ich denn aus hier? So. Dann, so wie er aussieht, ihr kennt euch nicht so gut. Ja, weißt du, was er auch für Fragen genommen hat? Das ist mein erstes Auto, was ich hatte, wo ich 5 war. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja, meine Lieben, ich hoffe, diese Challenge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Mir hat's gar nicht gefallen. Je mehr Daumen ihr hoch gebt, desto... Ich weiß, ich soll dich an etwas erinnern. Da habe ich nämlich gerade dran gesagt. Und zwar, ich habe bei Facebook auch jetzt auch ja auch eine Seite, und zwar Pet Jabbers auf Facebook. Gerne gefällt mir drücken. Und wenn ihr das nämlich macht und dieses Video auf Facebook teilt, dann mache ich nämlich, also ich mache eine kleine Verlosung. Ihr müsst, an dieser Verlosung teilzunehmen, auf Facebook Pet Jabbers gefällt mir klicken. Dieses Video teilen, wie gesagt, und mir eine Nachricht schicken, dass ihr das gemacht habt.
Und ja, dann könnt ihr von unserer letzten Challenge, dann könnt ihr von unserer letzten Challenge, diese eklige Bohnen-Challenge, das Spiel gewinnen. Es ist noch original verpackt. Und ja, teilt dieses Video, gebt mir einen Daumen hoch und liked Pet Jabbers auf Facebook. Sagt mir Bescheid, dass ihr das getan habt. Und ihr könnt dieses leckere, eklige Bean Boozled Jelly Beans Spiel gewinnen. Und dann gibt es aber auch noch einen zweiten Platz. Ja, genau, einen zweiten Platz gibt es auch noch. Und zwar der zweite Platz ist auch sowas, aber nicht das Spiel, sondern in kleiner Form eine Dose, wo nur solche Bohnen drin sind, ohne Drehrädchen. Das ist der zweite Platz. Und also, den dritten Platz bekommt ihr von mir ein Original-Autogramm mit mir als Foto. Also, strengt euch an und ja. Du bist doof. Ja, also, dieses Spiel könnte bald euer sein. Ich werde es noch ein bisschen säubern, es ist ja noch original verpackt. Es ist jetzt nur voll mit Sahne. Ja, nehmt fleißig teil an dieser Verlosung. Befolgt die Sachen, die ich gesagt habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Challenge Time.